Floorball in Berlin und Brandenburg wird Ihnen präsentiert von UTB und eSky. Floorball, mehr als nur Sport. Was für ein Krimi in der Floorball-Bundesliga. Der BAT Berlin schlägt seine Gäste aus Hamburg mit 5:4 in der Overtime. Wir haben wirklich gekämpft und am Schluss dann einfach, wir wollten das heute gewinnen. In der Anfangsphase ist es ein ausgeglichenes Spiel. Nach 9 Minuten geht dann Hamburg in Führung. Timo Thomas Koivisto, der Torschütze. Doch der BAT bleibt dran und gleicht aus, aber so richtig rund läuft es beim Gastgeber noch nicht. Wir haben in den ersten 2 Dritteln haben wir wirklich nicht sehr gut gespielt. Wir waren am Anfang nicht da, sowohl im Kopf als auch auf den Beinen. Zu Beginn des letzten Drittels kann Berlin dann erstmals in Führung gehen. 7 Minuten sind gespielt und Lukas Brockmann mit dem Treffer zum 3:2. Hamburg antwortet postwendend und gleicht seinerseits wieder aus. Keine Minute nach der Führung fällt der Treffer zum 3:3. Es bleibt ein offener Schlagabtausch. Ist auf jeden Fall echt eine harte Nummer so. Also wenn man da irgendwie steht und dann 3:2, dann 3:3, dann führt irgendwie Berlin auf einmal, dann führen wir. Aber so ist der Sport und deswegen mögen wir ihn auch wahrscheinlich so gerne. Jetzt ist es eine richtig schöne, temporeiche Partie. Hier ist Feuer drin. Der BAT geht wieder in Führung. Erneut Lukas Brockmann, der Torschütze. Aber auch das war es noch nicht. 4 Minuten vor dem Ende, leichtfertiger Ballverlust und Hamburg ist dran. 4:4, damit geht es in die Overtime. Nervenkitzel pur. Ich muss sagen, ich wollte 3 Punkte haben. Und wenn ich dann 2 habe, dann denke ich mir, wo ist da eine hängen geblieben? Andererseits, wenn man sich den Verlauf ansieht, dann müssen wir dankbar sein. Und Hamburg ist eine Top-Mannschaft. In der Verlängerung macht Frederik Azelius dann alles klar. 2 Punkte für den BAT. Für Hamburg bleibt 1 Zähler. Aber nichtsdestotrotz bin ich und die Mannschaft eigentlich zufrieden, dass wir hier einen Punkt geholt haben. So, von daher ärgerlich, dass es nicht 2 sind, aber wir gehen jetzt motiviert nach Lienzheim morgen. Für den BAT geht es am Sonntag nach Weißenfels zum Spitzenreiter. Aber schon jetzt steht fest, der Saisonstart ist definitiv geglückt. Klar, hätte man mir vor der Saison gesagt, dass wir jetzt 15 Punkte haben, hätte ich die mit allen 10 genommen. Und von daher bin ich super zufrieden. Der BAT setzt sich oben in der Tabelle fest und kann jetzt mit breiter Brust nach Weißenfels fahren.